Hey und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach neue Brushes, also neue Pinsel, in euer Photoshop hinzufügen könnt. Zuallererst braucht ihr dafür natürlich erstmal Seiten, von denen ihr diese Brushes herunterladen könnt. Ich habe hier einfach mal drei euch rausgesucht, die relativ einfach zu benutzen sind. Das sind einmal Brush Easy, My Photoshop Brushes und einfach auch DeviantArt. Hier, die meisten Brushes sind hier kostenlos, man muss sich da sonst nochmal die Nutzungslizenzen durchlesen. Aber wenn ihr eine Brush gefunden habt, die euch gefällt, ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier diese hier, dann drückt ihr einfach auf Download und wartet kurz, bis euch hier eine kleine ZIP-Datei heruntergeladen wird. Die sollte euch dann auch in eurem Download-Ordner angezeigt werden, das ist jetzt bei mir hier. Die müsst ihr kurz entpacken. Das kurz bestätigen und dann ploppt hier dieses Fenster bei euch auf und das sind dann schon eure Brushes, die hier drin sind in dieser .abr-Datei. Damit ihr diese Brushes in Photoshop dann auch tatsächlich verwenden könnt, müsst ihr erstmal euer Photoshop öffnen. Ich habe jetzt meinen Photoshop auf Englisch gestellt, würde ich euch auch empfehlen, weil die meisten Tutorials sind auf Englisch. Aber ansonsten müsst ihr gucken, wie das Äquivalent im deutschen Photoshop ist. Ihr klickt hier oben einmal auf Edit, dann auf Presets und dann auf Preset Manager. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Ihr müsst hier gucken, dass hier oben nicht irgendwie Swatches oder irgendwas anderes Patterns ausgewählt ist, sondern Brushes. Und dann drückt ihr hier einfach einmal auf Load. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Und dann könnt ihr in eurem Download-Folder, seht ihr jetzt hier diesen Ordner, den ihr gerade entpackt habt. Da ist jetzt in meinem Fall Pencil Brushes. Und dort klickt ihr dann auf diese .abr-Datei. Und dann seht ihr auch schon, was hier gerade unten passiert ist, dass hier dieser neue Ordner hinzugefügt wurde mit diesen Brushes, die hier in diesem Brush Pack enthalten waren. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt sogar hier einzelne Brushes entweder wieder rauslöschen oder zum Beispiel auch umbenennen. Ich nenne das jetzt mal, weiß ich nicht, tolle Brush. Das geht hier nämlich auch und dann drückt ihr einfach auf Done und dann wurde das Ganze eurem Brush-Set hinzugefügt, beziehungsweise euren Brushes hinzugefügt und das sieht man jetzt hier auch in diesem Brushes-Feld, dass hier ein neuer Ordner ist, dieser Pencil-Brushes-Feld und hier ist dann auch zum Beispiel meine tolle Brush und mit der kann ich jetzt sogar direkt malen, ich jetzt hier und kann damit schöne Bilder malen. Und so einfach ist es, sich in Photoshop neue Brushes hinzuzufügen und diese dann zu malen oder für was auch immer zu benutzen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ich hoffe, es war verständlich und einfach. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und ich werde mein Bestes geben, sie zu beantworten. Und dann hoffe ich, sieht man sich beim nächsten Mal und bis dahin, adios.